Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Terraria Archer Playthroughs. Und ja, letzte Folge, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt nochmal angucken. Weil da habe ich ein recht wichtiges Thema eigentlich angesprochen. Wäre ganz cool, wenn ihr da kommentieren würdet zu. Ich bin mal gespannt, was dabei so rauskommt. Wir sind jetzt hier in der zweiten Folge oder zweiten Aufnahmesession des Vorproduzierens. Dazu habe ich gestern auch nochmal ein bisschen was angesprochen. Okay, und hier ist jetzt so viel Wasser, da will ich mich tatsächlich gar nicht... Nee, da will ich mich nicht durchbauen. Dann gehen wir doch lieber eher in Richtung unten. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ja, aber mal gucken. So. Jetzt sind wir hier in so einer Art kleinen Zwischenraum. Generell scheinen die Höhlen hier alle recht klein gerade zu sein. Wir bauen uns mal hier rechts rüber, wo schon die ganze Zeit die Eisbärs rumfliegen. Um zu gucken, was da so abgeht. Scheint ja eine recht große Höhle zu sein dort. Hoffentlich geht's dann auch mal ordentlich weiter. Ja, schon schön. Ja, immer hier ein bisschen vorsichtig sein mit dem Slush. Kann uns ersticken, wenn wir da zu unvorsichtig sind. Ja, es ist generell gerade echt mühselig, weil wir einfach keine gute Höhle finden. Ich hoffe wirklich, dass das hier das jetzt sein wird. Aber wir sollten etwas vorsichtig sein. Ah, durch dieses Loch, da kommen sie anscheinend nicht durch und wir können sie ganz gut abballern. 4 Eisbats sind echt heftig. Waren es 4, ich glaube, ne? Oh. Okay. Oh, da ist wieder eine Falle. Die bauen wir mal eben ab, so. Ich weiß gar nicht, warum ich immer... Oh, ein Haus, oder? Ja, ein Haus, tatsächlich. Krass, geil. Warum ich immer die Druckplatten abbaue und nicht die Fallen selbst. Ist im Endeffekt auch egal. Ich meine, wiederverwenden tue ich sie eh nie. Von daher passt das soweit. So, ich nehme natürlich hier erstmal die ganzen Edelsteine mit. Erstmal wieder hier hochkommen, so. Das Eis ist echt rutschig, aber ja, ist auch ein bisschen witzig. Witzig, ja, ja. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier den bösen Typen da unten irgendwie safe weggemacht kriegen. Oh Gott, da kommt ein Eisbär schon wieder. Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock, dass die mich hier angreift. Wir sind in der letzten Folge viel zu oft gestorben. So, jetzt müssen wir den nur noch von uns fernhalten. Ja, der Bogen schießt recht gut eigentlich. Er macht schon ordentlich Schaden. Ach, jetzt habe ich die Tür aufgemacht, ne? Oh, eine Superior Snowball Cannon. Schade, dass wir die nicht nehmen dürfen. Aber auch Spelunker Potions und Jester Arrows. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Jester Arrows kann man nie genug haben. Ich weiß nicht, ob wir die jemals aktiv einsetzen werden oder nur bei Bossen. Wir werden es mal sehen. So, jetzt hier fertig ausgeleuchtet. Damit es hier schön hell ist. Und dann gehen wir mal weiter nach oben, ne? Wo die Höhle hier scheinbar weitergeht. Der Merchant ist da. Cool. Da können wir uns bald mal eine Piggybank kaufen, wenn wir dann genug Gold haben. Generell, wir sollten uns gerade mal ein bisschen mehr Fackeln machen. Und Ice Torches. Stimmt. Ice Torches können wir uns auch mal machen. Und dann können wir Frostburn-Pfeile machen, ja. Jetzt habe ich vielleicht gleich ein bisschen viele gemacht. 9 Damage. Ja, sind nochmal, ja, deutlich besser. Tatsächlich. Haben wir mal 60 Stück. Tun wir die mal ganz oben hin. Und gucken, inwiefern die wirklich besser sind. Ich frage mich, können wir schon... Ich glaube nicht, ne? Wir können noch keinen Crimtain abbauen, oder? Das wär's. Ne, können wir nicht. Gut. Okay, da geht's auf jeden Fall weiter. Mal gucken. Ich würde hier gern erstmal Licht machen. Aha. So, da scheint ein Emerald an der Wand zu sein. Den nehmen wir natürlich zuerst mit. Ja. Dieser komische Käfer da. Ei.
Ja, jetzt müsste man natürlich erstmal mit den Pfeilen treffen und die machen schon echt gut Damage. Also, überzeugen mich. Aber generell, wir brauchen jetzt mal wieder eigentlich Slimes. Wir haben echt kaum Fackeln. Ich habe ein bisschen zu viele Ice Torches gemacht, das... Ja, ist nicht so gut. Und der Demolitionist. Demolitionist, ja doch, genau. Genau so heißt er, ist das nicht toll? Ich habe den Namen richtig ausgesprochen, juhu. So, hier erstmal das Vieh down kriegen. Uiuiui. Ich gehe da jetzt nicht weiter nach rechts, nach links, weil ich schon genau gesehen habe. Aha, da ist eine Falle, die da ausgelöst wird. Ach du Scheiße, huh. Das war knapper, als ich es gern gehabt hätte. So, wir platzieren erstmal eine schöne Fackel und dann sehen wir weiter. Ich habe ja die Hoffnung, dass die Edelsteine hier... Ach Gott. Slush, ey, ich hasse es. Schon so langsam ausreichen für einen Hook. Das wäre sehr, sehr cool, aber wahrscheinlich wieder ganz knapp nicht, oder? 14. Und wir haben keine in die Kisten getan. Das heißt, das sind alle, die wir haben. 14. Ja, gut. Ups. Ups. Da war ja auch eine Falle. Ja, diese Expert-Mode-Welten. Ja, so viele Fallen überall. Heieieiei. Das ist schon echt heftig. So, machen wir ein bisschen Quickstagger. Genau, Quickstaggerino. Ja, geldtechnisch. Ja. Nicht viel los. Aber, oh, der hat sich direkt hier das oberste Häuschen genommen. Das finde ich an sich, naja. Wir können es erstmal so lassen. Ja, unnötig. Ein Gold haben wir noch nicht. Kaufen wir uns später. Und ansonsten hat er nichts Wichtiges für uns. Das heißt, ja, da kann er erstmal bleiben und dann ist gut. Wir können uns tatsächlich schon einen normalen Hook craften. Was denke ich mal recht sinnvoll wäre. Soll man? Ach, ich denke schon. So, wir machen erstmal hier die Barren wieder. Ach halt, da waren sie schon. Chain. Dann können wir uns einen normalen Hook craften. Mit Doodleads. So. Und ja, Mana-Sterne werden wir uns überhaupt nicht machen. Ansonsten können wir uns leider noch nichts irgendwie großartig herstellen. Ach, ich hoffe ja immer noch. Also ich denke mal, wir kriegen schon früher oder später eine volle Silberrüstung zusammen. Aber mal sehen. Wir können auf jeden Fall das Zeug hier in die Kiste reinstoren. Ja. Alles zurzeit noch sehr ungeordnet. Mal gucken, wann sich das ändern wird. Gel haben wir hier drin nicht. Das heißt, wir bleiben fackellos. Okay, aber wir gucken rüber und gehen wieder dahin. Ach ja. Erstmal gehen hier. mal gucken, wie es aus so wird noch. Ach ja, wir haben nicht mehr genug normale Pfeile, ne? Müssen wir mal gucken. Oh! Ein Slime, wo wir doch gerade von gesprochen haben. Ich hoffe mal, wir werden... Ach du Scheiße! Wir werden während dieses Projektes immer besser mit dem Bogen, hoffentlich. Jetzt noch nicht, anscheinend. Ach du Kacke. Ja, way to go, way to go. Ja, aber so die Frostburn-Pfeile gefällen mir. Ja, die gefällen mir sehr gut. Yeah. So, kommt der andere Pfeil. Ja, der kommt mal wieder runter, aber zerstört sich leider selbst.
beim Aufprall. So, alles was wir an Gel haben, investieren wir gerade mal in normale Fackeln. So, wir brauchen es. Deswegen muss ich mich dem Kampf stellen. Verbrennt er? Jawohl, er verbrennt. So, aber es wird schon wieder nachts. Er verbrennt wieder, jawohl. Jetzt müssen wir hier mal... Oh, scheiße, hat es mich trotzdem noch getroffen. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Ach, man, rennen. Wir sammeln eben noch den einen Pfeil hier auf und dann gehen wir wieder runter in die mehr oder weniger sichere Höhle. Mal gucken, ob uns da Feinde erwarten oder nicht. Rennen. Ach man, ey, Expert Mode ist schon echt heftig mit den ganzen Fallen. Mit dem Debuff im kalten Wasser. Dass man so ultra langsam ist. Es ist schon echt alles heftig, muss man sagen. Also Sachen, die einem das Leben deutlich erschweren, aber wir schaffen das schon irgendwie. Ah ja, richtig, hier hatten wir zugebaut mit dem Slush. Das können wir jetzt mal wieder wegmachen, ohne davon zu erquetscht zu werden. Und wir nehmen mal eben Heiltrank, ist ja egal. Die kleinen, die können wir verschwenden, wie sonst was. Davon gibt's genug auf der Welt. So, da oben irgendwas an... Ach, fuck. Hier einmal den Pfeil nehmen zum Ausleuchten. So, okay. Dann gehen wir jetzt hier weiter runter. Killen wieder das Ding hier. War es nicht sogar dasselbe Monster, was wir genau an der Stelle gerade vorhin noch hier getötet haben? Man weiß es nicht. So, nicht auf die Falle treten. Gut, auch nicht auf die andere Falle treten. Und einfach nach unten bauen, oder? Straight nach unten, warum nicht? Machen wir das doch da unten. Scheint's, ich sehe auf der Map, da scheint was zu sein. Ah, es leuchtet. Böse Gegner da unten. Mal gucken. Ich hoffe mal, wir trinken soweit nicht. Wir trinken. Ah, ein bisschen Wasser konnten wir uns, ein bisschen Luft konnten wir uns holen. Und da ist endlich unser erstes Herz. Ach, wir können ja nicht ausleuchten, so ein Scheiß. Jetzt muss es schnell gehen. Da sind wir. Irgendwie Licht machen, jawohl. Ach du Scheiße, nicht so ein Slime. Ah, da ist zumindest ein neues Haus und ein Herz. Das heißt, jetzt lohnt sich's da wieder hinzugehen. Ach du Scheiße. Ah, diese Slimes sind so OP hier. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, was wir in der Truhe kriegen. Wird schon was Gutes sein, hoffe ich doch. Ah ja. So, jetzt kann man natürlich wieder Sterne sammeln. Wir haben schon 12 Stück, ja. Mal 20 macht schon eine ganz gute Anzahl von 240. Ne, man kriegt ja mal 20 Jester Arrows, glaube ich, pro Stern. Ja. Also, davon, mal gucken. Die dürften uns bei gewissen Bossen sehr nützlich sein. Erstmal wegen dem grundlegenden Damage, den sie machen und dann noch wegen dem Piercing, dass sie durch mehrere Gegner auf einmal durchgehen. Oh ja. Beim Eye of Cthulhu erstmal nur so semi-wichtig. Ja, wenn es die kleinen Augen schießt, okay. Aber dann zum Beispiel beim Brain of Cthulhu, da könnte das deutliche Auswirkungen haben. So, wir nehmen mal eben wieder einen Heiltrank. Ganz zur Sicherheit. Versuchen hier der Eisbär zu entfliehen. Ich hoffe mal, so einen komplizierten Weg kommt sie nicht hinterher. Und dann schaffen wir es gerade noch so in dieser Folge hier, Achievements zu machen. Und zwar das erste Herz von uns. Oh, endlich. Und eine weitere Kiste. Ich leuchte nur noch mal kurz da aus. Da scheint aber nichts weiter Wichtiges zu sein. Hier ist ein bisschen Ledge. Aber das empfinde ich jetzt erstmal als nicht so wichtig. Holen wir uns noch eben schnell angesprochene Kiste. Na, muss mal so rum öffnen und... Na, ich will doch nur eine Fackel platzieren. Und wir haben... Oh! Blizzard in a Bottle. Haben wir einen zweiten Doppelsprung. Das ist sehr, sehr angenehm. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm.
Und hier sind wir sogar schon auf Lava-Level, Mensch. Es ging schnell. Das ging durchaus schnell. Und damit war es das aber auch schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.